in Sachsen-Anhalt sind Knaller einfach das Ding. Also es ist das Geilste, was es gibt, wenn ihr, genau, in Sachsen-Anhalt heißen die Knaller. Und wenn ihr mal dort seid, geht mal hin in den Baumarkt und schaut euch an, wie die Leute, wie die bescheuerten Knaller kaufen und dann sich gegenseitig die Briefkästen von der Wand wegsprengen. Das sollt ihr nicht nachmachen. Ich habe es für euch getestet, das ist geil. Aber macht das bitte nicht. Es ist illegal, Leute verletzen sich dabei. Es gibt einen Mann, der hat sich Daumenring, kleinen Finger weggesprengt, heißt nur noch Victory Micha. Armer Mensch, kann nur noch Schrauben sortieren. Und um diese Frage geht es und ihr müsst wissen, dass die Hauptperson der Geschichte auch zufällig André heißt und jetzt ein Kumpel, der heißt Mike und Mike ist ein relativ rustikaler Charakter. Mike hätte das mit der Wurst auch übelst lustig gefunden und Mike ist aber nicht mehr so in Knaller unterwegs, also Briefkästen ist nicht mehr sein Ding so, der würde jetzt auf Packstationen gehen. Weil Packstation so eine wunde Stelle hat, wenn man dort sprengt, gehen alle Türen mit einmal auf und dann ist es deshalb auch bekannt als der Anhaltiner Weihnachtskalender. Auch das sollt ihr nicht ausprobieren, alles schon gemacht, klappt. Und ist geil. Los geht's. Was macht ihr eigentlich an Silvester? Fragte meine Mutter, während ich am Fenster stand und das Schneegestöber starrte. Was macht ihr am 6. Januar? Fragte ich zurück. Hä? Eben, sagte ich und ballte meine Hände zur Faust. Keine Ahnung, was ich Silvester machen sollte, es war doch eh immer das Gleiche. Entweder man ging zu einer privaten Feier und schwieg sich beim Jenga-Spielen so lange an, bis es endlich Mitternacht war, oder man wagte sich in irgendeinen bekackten Club, auf dessen Tanzfläche es meist nicht mal eine Steckdose für den mitgebrachten Sandwich-Toaster gab. Ich wusste nicht, was mich mehr nervte, diesen einen völlig überschätzten Tag des Jahreswechsels zu überstehen, an dem es absolut nichts zu feiern gab, oder dass man ab Juni dauernd gefragt wurde, was man denn an Silvester so mache. Draußen im Garten rannte mein Vater hin und her, schleppte einen Haufen Kabel von einer Seite zur anderen, dann wieder zurück, verknotete sie, zurrte sie wieder auseinander und winkte dann aufgeregt in unsere Richtung. Was hat er? Fragte ich. Hat er noch nichts von WLAN gehört? Wir sollen in die Garage kommen, sagte meine Mutter und zerrte mich zur Haustür. Was hatte mein Vater vor? Hatte ihn meine Mutter so oft gefragt, was er an Silvester machen würde, bis er vollends den Verstand verloren und beschlossen hatte, die Blumenbeete endlich ins Internet zu bringen? So, sagte mein Vater, als wir vor einem riesigen Schalter standen. Na, wie sieht das aus? Sieht ganz nach Versicherungsbetrug aus, murmelte ich. Ab heute ist das Haus der Familie Herrmann vollständig energieautark, rief mein Vater begeistert. Wärme aus der Erde, Strom von der Sonne und Wasser aus den Wolken. Glückwunsch, sagte ich. Jetzt fehlt uns noch ein Krieg oder die Zombie-Apokalypse, damit wir das Ganze auch richtig genießen können. Du wirst sehen, rief mein Vater. In 15 bis 20 Jahren haben sich die Kosten vollständig amortisiert. So, sagte ich. Ihr wollt mir also Schulden vererben. Prima. Achtung! Mein Vater legte den Schalter um. Einige Sekunden blieben wir still. Nichts passierte. Es funktioniert, rief mein Vater begeistert. Das hätte ich mir echt krasser vorgestellt, sagte ich. Man sieht ja überhaupt nichts von energieautark und so. Wie toll, rief meine Mutter und drückte meinen Vater einen Kuss auf die Wange. Richtig geiler Herrmann, hörte ich eine Stimme vom Garageneingang. Mein Kumpel Mike, natürlich. Wobei sich dem Stirnband nach zu urteilen, das Spektakel wohl auch irgendwie krasser vorgestellt hatte. Oder weil er mal wieder zu viele Filme mit Sylvester Stallone geschaut hatte, wer wusste das schon. Hey Mike, rief ich, keine Zeit, Alter, wir haben zu tun. Was gibt's? Hast du dir schon überlegt, was du Silvester machen willst? Fang nicht du auch noch so an, mahnte ich. Ehrlich mal, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn wir noch rechtzeitig zum Klassentreffen wollen. Wir wollen überhaupt nicht, sagte ich. Ernst, rief Mike, während er einen riesigen Rucksack auf die Werkbank hiefte und einen nicht enden wollenden Strom aus Superbollern auskippte. Offensichtlich wusste Mike schon ganz genau, dass er Silvester in diesem Jahr in U-Haft verbringen wollte. Mike zog einige Fotos aus seiner Armeehose und hielt sie in die Höhe. Das, sagte Mike, das ist der Briefkasten von Micha. Der muss weg. Wieso gehst du nicht einfach vorbei, steckst ihm drei Böller rein und gut ist, fragte ich. Weil's nicht so einfach ist, mein Freund, eiferte sich Mike. Der hat Sicherheitsvorkehrungen, der kennt Tricks. So jemand wie der Micha, der ist mit allen Wassern gewaschen, der klebt seinen Briefkasten über Silvester einfach zu und dann stehst du da, mein Freund. Und jetzt willst du ihm stattdessen einfach alles um den Briefkasten drumherum wegsprengen, oder was? Fragte ich mit Blick auf die 1000 Superböller. Aber Mike beachtete mich gar nicht. Ja, das ist richtig amtlich, was Sie hier mal wieder gebaut haben, Herr Herrmann. Danke, sagte mein Vater stolz. Nein, nein und nochmals nein, sagte ich, als mir langsam klar wurde, worauf Mike hinaus wollte
aber er hatte schon längst ein Papprohr aus seiner Tasche gezogen und grinste. Ja, Stichwort Rohrbombe, Herr Herrmann, was meinen Sie? Sie waren doch an der Grenze. Das Gesicht meines Vaters hellte sich auf. Nein, sagte ich noch einmal. Mein Vater griff das Papprohr und wog es prüfend in der Hand. Na ja, sagte er und überflog nochmal die Briefkastenfotos. Könnte reichen, aber nein, rief ich. Ich wusste, was für ein fanatischer Bastler mein Vater war und ich wusste, wie gerne er es hatte, wenn es knallte oder irgendwas mit Geräten zu tun hatte, die sonst nur der Mörder aus den Saw-Filmen benutzte. Einhändig und oberkörperfrei mit der ungesicherten Kreissäge Holz zerteilen, das war meines Vaters Welt. Was aber? Fragte Mike. Naja, so ein Papprohr reicht schon, sagte mein Vater, aber... Er schlenderte zum Fahrrad meiner Mutter und tippte auf die dickste Stelle des Rahmens. Es geht ja auch um psychologischen Effekt. Bissel rumsen soll's schon, oder? Mikes Augen funkelten vor Glück. Aufgeregt begann er zu nicken. Na dann, rief mein Vater voller Freude, frisch ans Werk. 2 Stunden später hatten mein Vater und Mike 2 große Stücke aus dem Fahrradrahmen meiner Mutter herausgesägt. Draußen wurde es langsam dunkel. Zwar wusste ich nicht, mein Vater gedachte, meiner Mutter beizubringen, dass sie zum Wohle von Mikes Rachefantasien in Zukunft auf ihr Fahrrad würde verzichten würden, aber naja. Glücklich brachen die beiden Superböller um Superböller auseinander und sammelten das Schwarzpulver in einer riesigen Schüssel. Wie Vater und Sohn witzelten sie, als sie die Rohre zuerst an der einen Seite zusammenknickten, falteten und dann von innen mit Watte und Schwarzpulver füllten und schließlich die andere Seite fest verschlossen. So, sagte mein Vater, als er die fertigen Rohre auf die Werkbank legte und die Bohrmaschine zur Hand nahm, jetzt nur noch die Lunte reinbohren. Hätte man das nicht vorher machen sollen, fragte ich. Es geht auch so, murmelte mein Vater, man muss jetzt nur ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, wenn's schief geht, wissen wir wenigstens ganz genau, was wir Silvester machen, unkte Mike. Mir wurde mulmig. Vorsichtig setzte mein Vater die Bohrmaschine an und bohrte jeweils 1 Loch mitten in das Schwarzpulver-Watte-Gemisch, sodass jedem Sprengstoffexperten Hören und Sehen vergangen wäre. Dann befestigte er die Lunte. Als er fertig war, betrachtete er stolz sein Werk. Das sollte reichen. Geil, rief Mike, der sich wahrscheinlich schon ausmalte, wie er pünktlich um Mitternacht die materielle Existenz von Victory Micha in Schutt und Asche legen würde. Wie sieht's aus? Fragte mein Vater. Wir haben ja 2 Exemplare. Wir könnten ja einen kleinen Testlauf machen. Wir können die Teile auch über einen beliebigen Nachbarstaat abwerfen und damit einen 3. Weltkrieg provozieren, rief ich. Habt ihr sie noch alle? Mike zuckte mit den Schultern. Was ist denn mit dem Feld bei euch unterm Haus? Der Strommast soll doch eh weg, oder? Mein Vater klatschte in die Hände, dass dieser Mann an der Grenze mal den Schießbefehl verweigert hatte, war mir mittlerweile noch sehr schwer vorstellbar. 10 Minuten später hatten die beiden ein riesiges Loch am Fuß des Freileitungsmastes ausgehoben. Behutsam legte Mike eines der Rohre hinein und schaufelte Erde darüber, bis nur noch ein winziges Stück Lunte aus dem Boden ragte. Nein, 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 sagte ich nochmal, so hat es bei der RAF sich auch angefangen. Erst übertreibt man ein bisschen beim Briefkastensprengen und zack, brennt das erste Kaufhaus. Zapp dich mal nicht so, rief Mike und zog ein Feuerzeug aus seiner Tasche. Wehe, sagte ich, aber Mike hatte die Lunte schon längst angesteckt. Lauft, brüllte er und wir rannten so schnell wir konnten. Nach 2 Minuten hinterm Gartentor wurden wir langsam unruhig. Wie lang war die Lunte? Wie schnell brannte sie runter? 2 weitere Minuten vergingen, aber nichts geschah. Kein Rauch, kein Knall, nichts. Das ist jetzt schlecht, versuchte es mein Vater diplomatisch auszudrücken. Schlecht, rief ich, seid ihr bescheuert? Da liegt jetzt eine astreine Rohrbombe mitten auf dem Feld. Was meint ihr, was da losgeht, wenn da irgendwelche Wildschweine rumbuddeln? Boah, ich hasse Wildschweine, rief Mike. Genau, die machen einem ganzen Garten kaputt, nickte mein Vater. Habt ihr doch nicht mehr alle, rief ich. Das war's dann also, dachte ich. Direkt hinter unserem Haus lag jetzt also ein Blindgänger von unbekannter Stärke. Spätestens beim Abriss des Strommastes würden wir es also mit dem FBI zu tun bekommen. Es sei denn, irgendeiner der Pilzesammler, die immer im Frühling die Wiese nach psychoaktiven Pilzen absuchten, würde aus Versehen drauftreten und damit den größten Trip seines Lebens auslösen. Alter, wir können da jetzt eh nichts mehr machen, jetzt wo es schon wieder dunkel ist, versuchte Mike mich zu beschwichtigen. Mein Vater stupste ihn an. Hier, ich habe mir zu Weihnachten eine neue Kreissäge gegönnt. Willst du mal sehen? Ja, klar, rief Mike. Können wir auch was sehen? In diesem Moment brach mitten auf dem Feld die Erde auf, begleitet von einem immensen Knall. Mit einem grausamen Knacken riss der Fuß des Strommastes auseinander. Ein Wildschwein flog in hohem Bogen durch die Luft. Und mit einem Mal war das ganze Viertel in Dunkelheit gehüllt. Bis auf eine Ausnahme. Nur das Haus der Familie Herrmann erstrahlte noch immer in voller Weihnachtspracht. Es funktioniert, rief mein Vater begeistert, es funktioniert.
Oha, sagte Mike, als er die monströse Rauchwolke hinter unserem Haus betrachtete. Überall schrien die Alarmanlagen, Hunde bellten, Kinder weinten. Ich glaube, André, heute hast du keine Wahl. Heute musst du mit zum Klassentreffen, allein schon wegen Alibi, sagte Mike. Ihr seid so scheiße, sagte ich und ging mich umziehen. Dankeschön. Dumm ist er, der Prinzentyp. Ich meine, der muss doch merken, dass sie sich am Fuß rumgeschnibbelt hat. Ja, ich meine, der Blutgeruch, das schmerzverzerrte Gesicht und dann lief die ja auch noch so komisch. Und vor allem, der Schuh ist aus Glas. Der muss das doch sehen. Ja, exakt. Und überhaupt, wie ist das da drinnen abgelaufen? Er zieht ihr den Schuh an und merkt, der passt nicht. Dann verschwindet sie mit dem Schuh und einem Messer im Nebenzimmer.